Gebrauchtrechner will ja heute eh keiner mehr haben. Nur noch neu, neu, neu. Das sagte zumindest der Verkäufer bei eBay Kleinanzeigen, wo ich diese Rechner hier für kleines Geld gekauft habe. Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video zeige ich mal 7 Rechner. Die habe ich letztes Wochenende gekauft, zufällig gefunden bei eBay Kleinanzeigen. Ganz schön weit weg, ein bisschen abgelegen von hier, sozusagen in der Eifel, wenn man das mal so formulieren kann. Und das sind wirklich schöne Geräte und die scheinen auch alle noch zu funktionieren. Und der Verkäufer, der die reingesetzt hat in eBay Kleinanzeigen, der war wirklich technisch sehr versiert. Der hat an Rechnern auch rumgebastelt und hat die dann später gebraucht verkauft, zumindest in der Vergangenheit. Und das sind sozusagen die letzten Stücke von ihm. Sind wirklich ein paar kultige Geräte dabei und das ist zum Beispiel hier dieser Medion MT6 Rechner. Das ist ein Pentium 4 Rechner, Windows XP. Auf dem Rechner haben mit Sicherheit viele angefangen mit der Computerei, die hier den Kanal abonniert haben, die hier zuschauen. Und hier sieht man, von wann der ist. Red Dot Design Award hat er gewonnen, Winner 2003. Also der ist dann eben 2003 auf den Markt gekommen, vielleicht auch schon früher 2002. Der hat hier diese berühmt-berüchtigte Klappe. Da ist so eine Feder drin und das funktioniert ja mit der Feder und mit Schwerkraft. Kann man wieder hochdrücken und hier oben draufdrücken und dann springt es hier runter. Viele dieser Rechner sind mit Sicherheit schon kaputt. Die Klappen sind kaputt und viele sind verschrottet, aber der sieht richtig gut aus. Dieser Rechner hier, auch ein Medion-Rechner, ein Aldi-Rechner, das ist der Nachfolger von dem. Nicht unbedingt der direkte Nachfolger, aber einer der Nachfolger. Und da sieht man, da wurde unten schon dran rumgebastelt. Das finde ich sehr interessant. Hatte ich hier mal ein Video zu gemacht, wie man seinen Rechner für 1 Cent repariert. Da muss man das hier nicht machen. Aber dennoch scheint der Rechner zu funktionieren. Der Verkäufer, der hatte auch Bilder von Screenshots reingestellt in eBay Kleinanzeigen und da war der auch als funktionierend zu erkennen und der hat die eben alle wieder instand gesetzt. Und das hier ist ein MT irgendwas. Hier hinten steht MT6 drauf. Bei dem hier ist überhaupt kein Aufkleber mehr drauf. Windows 7 hier unten und hier irgendwas mit AMD Vision. Das hier ist der nächste Rechner. Das ist ein MaxData-Rechner und hier unten steht Fortune drauf. Und mit ein bisschen Fortune funktioniert da auch. AMD Athlon XP könnte sein. Da hat der Verkäufer mal die Seitenklappe abgemacht. Da haben wir mal reingeguckt. Und da war ein Mainboard zu sehen mit einem AMD-Prozessor, AMD-Kühler. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass das eben auch noch funktioniert. Hier oben hat irgendwie jemand dran rumgebastelt. Ich glaube, diese schwarzen Laufwerke, die gehören im Original nicht rein. Da wird auch noch ein Diskettenlaufwerk drin gewesen sein. Aber wie gesagt, der Verkäufer, der hatte die ganze Zeit eben Rechner zurechtgemacht, gebrauchte Rechner und hat die dann eben weiterverkauft, damit sowas nicht im Schrott landet und das sind eben seine letzten Werke. Ich vermute auch mal, dass der hier dann auch noch funktioniert. Hier noch 2 Rechner in so einem typischen 2005er, 2006er, 2007er PC-Gehäuse mit hier diesen ganz merkwürdigen Schaltern hier drüben, ja, funktioniert auch scheinbar. Hier unten der Reset-Schalter und da hat es hier diese zeitgenössischen Blenden. Mal gucken, ob da irgendwas dahinter ist. Das konnte man nie so sehen. Ja, will auch nicht auf. Gucke ich mir einfach gleich mal an. Und diese beiden Rechner, die scheinen aber noch zu funktionieren. Da waren auch Screenshots mit dabei. Mit Windows 10 hat man da gesehen, da sind eben auch Festplatten oder SSDs drin. Mal gucken, auf jeden Fall sind da Laufwerke drin. Und da kann man wohl auch noch ganz super mitarbeiten. Den Rechner, den hat er auch noch vom Speicher hergeholt, aus dem Speicher rausgezaubert sozusagen. Den wollte ich eigentlich gar nicht haben, wusste ich gar nicht, dass er den hatte. Und da haben wir uns auf den Gesamtpreis geeinigt. Und hier, das ist ein Fujitsu Primacy Server, das ist ein TX100 S3. Der hat einen Xeon-Prozessor, hier unten steht das drauf. Und ich hoffe auch nochmal, dass da ein Xeon-Prozessor drin ist. Gucke ich mir gleich mal an, schalte ich den mal ein. Und der sollte auch noch funktionieren. Ich glaube, der hat aber keine RAM-Module mehr gehabt. Acer Aspire und auch funktionierend, laut Internet zumindest, laut seiner Anzeige. Da steht hier drauf Windows Vista Basic. Basic ist natürlich immer schon mal ganz schlecht gewesen. Da ist ein ziemlich leistungsschwacher Prozessor drin. Wahrscheinlich dann eben der Sempron. Und da hat Microsoft ja noch unterschieden. Bei Windows 7 gab es ja auch die Starter-Edition. Und die war ja für leistungsschwache Rechner. Insofern gehe ich mal davon aus, dass der hier, wenn er noch im Original ist, auch ziemlich leistungsschwach sein wird. Aber soll wohl auch funktionieren. Aber der ist natürlich auch schon stark gebraucht. Hier ist alles so ein bisschen abgerubbelt und hier, das ist komplett ausgebleicht. Aber es scheint irgendeine Nvidia-Karte drin zu sein oder drin gewesen zu sein.
Da hat Acer im Original auch einen Aufkleber drauf gemacht. Sehr clever. Weiße Schrift auf silberweißem Hintergrund. Das kann man besonders schlecht lesen. Acer Aspire T180 YB7Z ist ein AMD Sempron drin. 3800 plus 250er Platte. 1 GB DDR2 RAM. Okay, da erklärt sich jetzt auch die Basic-Version von Windows Vista. Dann ist hier DVD drin und eine GeForce 6100 mit bis zu 384 MB RAM. Und ja, Windows Vista Home Basic ist hier dabei gewesen. Die Rechner selber, die sind eben auch nicht aus dem Schrott gezogen, aus der Elektrotonne und dann zack in eBay reingesetzt, sondern der Verkäufer, der war selber in der IT tätig gewesen und der hat eben Rechner, gebrauchte Rechner wieder aufbereitet, hat eben ein aktuelles Betriebssystem zu der entsprechenden Zeit drauf gemacht, eben Windows 7, Windows 10 und so weiter und hat die Rechner dann an Leute verkauft, die nicht viel Geld haben, Studenten in diesem Beispiel konkret. Und ja, der meint auch, die wollen heute keine gebrauchten Rechner mehr haben, sondern die wollen wirklich lieber neue Notebooks haben. Die kaufen sich lieber ein Notebook für 300, 400 € neu, was natürlich entsprechend langsam dann ist. Hat irgendein Celeron-Prozessor drin, der heute Silver heißt oder ein Pentium Gold oder sonstigen Unsinn. Und hier bei einigen Rechnern, vor allem wahrscheinlich bei denen hier in der Mitte, bei diesen schwarzen Gehäusen, da sind eben leistungsstärkere Prozessoren drin. Aber das Ganze ist eben hier aus der Mode gekommen, einen alten Rechner mit Windows 10 aufzupeppen und dann weiter zu benutzen. Auch wenn er schneller ist, lieber wird sich irgendein billiger Schrott neu gekauft. Eigentlich wollte ich mir auch gar nicht hier 7 Rechner kaufen, sondern ich wollte eigentlich den hier kaufen. Den hat er eben für kleines Geld da drin gehabt. Und da, na, wollte ich eigentlich auch nicht nehmen, weil das ist so ein bisschen verbastelt hier vorne. Das finde ich nicht so besonders schön. Funktional, aber sieht wirklich gruselig aus. Und da habe ich ja mal ein Video zu gemacht. Blende ich nachher mal ein, wie man sowas repariert und wo da das Problem eben auch ist von diesen Rechnern. Aber der Verkäufer, der hat ein bisschen weiter weg gewohnt. Um das mal zu übersetzen, der hat in der Eifel gewohnt, wenn man aus Köln kommt. Und wenn man da eh schon hier eine Dreiviertelstunde, Stunde fährt, da habe ich mir gedacht, naja, dann nimmst du besser alle, waren ja auch nicht teuer. Der hatte von diesen 7 Rechnern, glaube ich, 5 in eBay Kleinanzeigen drin gehabt. Und den hier nicht, den hat er noch so aus dem Hut gezaubert und meinte, na, wenn ich den haben möchte, den würde er mir schenken. Und dann hat er noch einen Server bei sich aus dem Speicher geholt und da wollte er auch nur kleines Geld haben, sozusagen symbolischer Preis. Und der Server, der funktioniert eben auch, aber hat keine RAM-Module. Und dann dachte ich, naja, gut, wo ich schon mal so weit gefahren bin, Dreiviertelstunde hin, Dreiviertelstunde zurück, dann nehme ich sie gleich alle mit. Da ärgert man sich auch nicht, dass man es irgendwann mal später nicht gekauft hat. Ich habe die Rechner noch nicht eingeschaltet. Ich habe die auch noch nicht auseinandergeschraubt. Ich habe die einfach nur so gesehen. In den einen hatten wir halt mal reingeguckt, aber auch nicht eingeschaltet. Und ich gucke mal, wie es hier innen drin aussieht und ob die überhaupt funktionieren. Das hier, das ist jetzt einer von den Windows 10 Rechnern, wo Windows 10 drauf sein sollte. Und jupp, so sieht das innen drin aus. Und ich glaube, dieses Bild hatte der auch in eBay Kleinanzeigen, weil das kommt mir irgendwie bekannt vor. Gar nicht mal so schlecht hier. Das sieht hier drin eigentlich ganz sauber aus. Auch das Mainboard super schön, nicht verstaubt, nicht verdreckt. Und das ist ein MSI Mainboard. Das ist ein MS7641 Version 3.0. Und so wie das scheint, ist das ein AMD Prozessor. Und da sind zwei verschiedene RAM-Module drin. Festplatte ist drin, okay, SSD. Da hat es jetzt nicht gereicht, dafür waren die auch zu billig. Hier oben, das Netzteil ist von CSL und oh, wenn ich das hier schon sehe, das ist so ein Billig-Netzteil, so ein Klapper-Netzteil. Also auf Dauer würde ich das eigentlich nicht so unbedingt benutzen, aber schöner Kühler. Grafikkarte ist keine dedizierte hier eingebaut, hätte mich auch irgendwie überrascht, wenn da jetzt eine Nvidia RTX drin wäre. Angeschlossen und eingeschaltet. Hört sich erstmal ganz normal an. Ich gehe mal hier ins BIOS rein. Ich hoffe mal, ich war nicht zu langsam. Doch, ich war's. Ja, Windows 10 ist drauf, hatte der auch so reingeschrieben, so kommuniziert in diese eine Anzeige. Da war jeder Rechner in der eigenen eBay-Kleinanzeige drin und die entsprechenden Bilder dann dazu. Und der wollte eben jeden Rechner auch einzeln verkaufen und der war aber auch ganz froh, dass er sie alle losgeworden ist. Der ist mit dem Preis immer ein bisschen runtergegangen. Jeden Tag ein paar Euro. Das ist wirklich eine sinnvolle Strategie. Also wenn ihr irgendwas reinsetzt, dann reduziert ihr den Preis einfach alle 2 Tage um 5 €, je nachdem, was es natürlich ist. Und da gewinnt man schon die Aufmerksamkeit der Kunden.
Der Lüfter, der ist ordentlich laut, der dreht auch volle Pulle. Das sieht man schon rein optisch, dass der hier Vollgas gibt. Da sind mit Sicherheit mal 4000 Umdrehungen oder so. Und hier Windows 10 Home ist hier installiert. Da ist ein AMD Sempron 145 drin. Ich wusste gar nicht, dass es hier einen 145er gibt. 4 GB RAM, 64-Bit, hurra. Und Windows ist auch jetzt nicht aktiviert, wie man hier unten auch in der letzten Zeile sieht. Ich gucke mal im Gerätemanager, da ist ja hier eine Festplatte eingebaut. Ich glaube, der hat das auch nur so rudimentär installiert. Da habe ich hier eine MaxStor, eine 3160813AS SATA und hier oben dann nochmal ein optisches Laufwerk. Aber die Treiber, die sind alle da. Hier in der Datenträgerverwaltung habe ich mal nachgeschaut. Ist eine 150 GB Festplatte und da ist natürlich jetzt kein Blumenpott mehr mit zu gewinnen, aber funktioniert und Windows 10 läuft auch drauf. Da hat er hier installiert Windows 10 Home Version 15.11, also wie er im Jahr 2022 noch die Version aus dem Jahr 2015 da drauf gezaubert hat. Das kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, so einen USB-Stick habe ich schon gar nicht mehr. Die ist ja auch wirklich hier mehr als fehlerhaft, diese Version. Also online würde ich damit auf keinen Fall gehen. Muss man natürlich auf jeden Fall neu installieren. Das Mainboard, das ist ein AM3 Plus Sockel Mainboard von MSI eben. Ich gehe mal hier ins BIOS rein und da gucke ich mal, ob ich das hier einstellen kann. Ist noch ein klassisches BIOS, also kein EFI, UEFI BIOS. Kann man aber eine ganze Menge einstellen. Vor allem kann man da auch super leicht den Lüfter leiser machen. Und zwar hier bei Hardware Monitor. Und vielleicht hört man das im Video. Ich habe den schon mal ein bisschen runtergesetzt. Und das ist hier CPU Smart Fan Target muss man hier einstellen. Und hier kann man dann einstellen die Mindestgeschwindigkeit. Hier unten sieht man, der läuft jetzt mit 960 Umdrehungen pro Minute. Waren vorhin 3000 und paar gequetschte gewesen, also doch nicht 4000 wie gedacht, hat sich aber so angehört. Sieht man hier auch schon, dass der sich nicht mehr ganz so dolle dreht und das wird einfach hier oben eingestellt, CPU Min Fan Speed. Da kann ich hier aussuchen bei diesem BIOS zum Beispiel dann 12,5, wahrscheinlich dann Prozent, 25, 37,5 und so weiter. Und hier oben stelle ich eben auch noch die Temperatur ein, auf die er hinarbeiten soll. Das sind 45 Grad, sind ja momentan nur 42 Grad. Der Rechner läuft jetzt ungefähr so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und den kann ich auch noch ein bisschen leiser machen. Da stelle ich hier einfach 50 Grad ein, hier 12,5 und dann starte ich das Ganze hier neu. Wieder neu gestartet, läuft aber immer noch mit 903 Umdrehungen pro Minute. Langsamer wird er nicht, sieht man hier neben ganz schön, aber jetzt ist er wieder ganz angenehm leise. Das Mainboard selber, das ist einmal gebraucht, das riecht man hier, das riecht so ein bisschen nach Zigarettenrauch oder nach viel Staub. Ich glaube, da ist da mal einmal mit dem Staubsauger, mit dem Pinsel drüber gegangen. In einigen Ecken sieht man es noch, aber funktioniert ja alles. Und das Mainboard ist von 2011, also das hat schon ein bisschen Zeit auf dem Buckel, aber dennoch läuft da Windows 10 drauf, also ist ein funktionierender Rechner. Ich gucke mir mal den Acer an, da steht ja Windows Vista drauf und wenn er den nicht umgebaut hat, dann ist der mit Sicherheit jetzt so von 2008, vielleicht 2009, könnte ich mir mal vorstellen. Ich habe den hier schon mal aufgeschraubt und hier hinten alles on board und das sieht auch noch ziemlich original aus. Also ich glaube nicht, dass er da was umgebaut hat. Ich gucke hier mal rein und ja, so sieht das aus. Ich glaube, das ist Original Acer, so wie der ausgeliefert wurde. Da ist hier ein Stempel drauf auf der Innenseite von dem Gehäusedeckel. Das ist so ein blauer Stempel. Die findet man in unheimlich vielen Gehäusen, die da aus Asien kommen. 2007 steht hier drauf. 04-17 lese ich hier, also 17.04.2007. Also schmale 15 Jahre alt. Und so sieht das hier innen drin auch aus. Ist aber soweit, wie man jetzt hier sieht, auch komplett. Hier unten ist eine Festplatte drin. Das ist eine SATA-Platte. Kann sein, dass die im Original nicht da drin war. Obwohl doch eigentlich müsste die schon da drin gewesen sein. Hier haben wir auch was, was aussieht wie AMD. Und der sieht sogar richtig gut aus, dieser Kühler hier. Also in einem guten Zustand. Das Mainboard ist, denke ich mal, auch das Original-Mainboard von früher. Sieht man auch an dieser grünen Farbe. Die Farbe von Mainboards, die ist ja wirklich immer sehr zeittypisch. Also heute hat man ja eigentlich nur noch schwarze Mainboards. Eine Zeit lang, so 2012, waren die gerne mal blau gewesen, so himmelblau. Und hier dieses Grün, das hatte man ja auch gern gehabt, dann eben in den 90ern, aber auch noch dann später eben zu Windows Vista-Zeiten, also eben auch hier so 2007.
Und 4 RAM-Module sind hier drin. Das Netzteil, was hier oben drin ist, das ist, denke ich, auch noch original, weil hier hinten auch noch der Garantieaufkleber drauf ist. Da habe ich mal gesucht und hier das Original-Verkaufsprospekt von Acer gefunden für den Acer Aspire T180. Und hier steht dann Einstiegs-PC für die ganze Familie. Oh je, wenn da schon Einstiegs-PC steht, dann ist er mit Sicherheit langsam. Athlon-Prozessor ist hier drin, bis zu 4 GB Arbeitsspeicher. Könnte hier auch drin sein, sind bestimmt 2 oder 4 GB. Und hier schönes Design steht hier. Das ist natürlich auch immer Geschmackssache, aber auf jeden Fall ist es nicht ganz so gruselig, das stimmt schon. Und hier wurde dieses Modell, was hier beschrieben ist, wohl ausgeliefert mit Windows XP. Der ja mit Windows Vista. Hier sind dann die technischen Daten dazu. Und hier ist auch eine Tastatur dabei gewesen. Habe ich auch hier mitgekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Tastatur zu diesem Acer ist, aber auf jeden Fall ist es eine Acer-Tastatur. Die werden hier tatsächlich in eBay noch gehandelt. Hier 30 Euro, 19 Euro, 25 Euro. Was haben wir hier? 25 Euro. Na, aber so viel habe ich nicht bezahlt. Eingeschaltet, anlaufen tut er. Acer, prima. Ist also dann auch das Original-Mainboard. Der Lüfter ist super leise im Vergleich zu dem anderen eben, der deutlich lauter war. Und Festplatte ist hier drin, hört man auch. Da hat hier der Verkäufer auch noch ein Windows 10 drauf gemacht. Muss ich sagen, das ist ganz schön mutig. Aber funktioniert, fährt hoch Windows 10. Und da hat er drauf gemacht, auch wieder Windows 10 Home 1511. Also ich schätze mal, der hat noch eine alte CD gehabt, die ja mittlerweile jetzt 7 Jahre alt ist. Und hier ist drinnen AMD Sempron 3008 plus 2,2 GHz, aber vielleicht schneller als eben hier dieser andere Sempron aus dem Rechner davor. Und hier 4 GB RAM sind hier drin und aktiviert ist das hier mit Sicherheit nicht. Ich klicke mal hier drauf und ne, Windows ist nicht aktiviert, das Windows 10 Home. Das sieht man aber auch hier unten so ein bisschen. Da sieht man ja hier so eine weiße Schrift und ja, da ist das zu sehen, Windows aktivieren. Aber das macht natürlich keinen Sinn, hier unbedingt Windows 10 drauf laufen zu lassen. Aber interessant, auch hier funktioniert tatsächlich auf einem Rechner von ungefähr 2007, 2008. Auf dem Rechner sind aber auch alle Treiber installiert. Also entweder hat Windows die Treiber direkt gefunden oder der hat die per Hand installiert. Ich glaube nicht, dass er damit online war und die runtergeladen wurden. Kann natürlich aber auch sein. Also ich würde hier mit diesem Windows definitiv nicht mehr online gehen. Ist aber eine 500 GB Festplatte eingebaut. Die ist ja hier um einiges größer als die Festplatte in dem vorherigen Rechner. Die ist aber tatsächlich auch langsamer. Also hier hört man das Geklapper wie verrückt. Und Windows 10 gehört hier natürlich nicht drauf. Sonst hat der auch hier nichts drauf installiert. Nur eben das Windows 10, keine sonstige Software irgendwie zum Testen oder so. Und auf so einen Rechner gehört aber definitiv Windows Vista drauf. Und das mache ich mal bei Gelegenheit da auch wieder drauf. Ist aber ein super schönes und unverbasteltes Originalgerät, bis auf eben die Software hier vorne auch kaum ausgebleicht. Tastatur ist auch dabei von Acer, also wirklich ein schönes Gerät. Bin ich mal ins BIOS gegangen und das ist natürlich ein normales klassisches BIOS, also kein EFI, UEFI. Und hier oben gibt es noch Produktinformationen und da steht eben auch hier BIOS Release Date 2007, also 15 Jahre alt, sogar ein bisschen älter als 15 Jahre. Und Mainboard ist hier ein EM61SM oder ein EM61PM. Und ich gucke mal hier drüben nach dem Gesundheitsstatus, wie es hier heißt. Und da sehe ich hier auch die ganzen Spannungen 3,3, die 5 Volt 4,94. Da gibt das Netzteil langsam mal den Geist auf. 12 Volt, auch ein bisschen wenig. Und hier die Batterie, das finde ich wirklich gut gemacht. Haben viele neue Mainboards nicht. Die wird hier auch angezeigt. Die CMOS-Batterie 2,83 Volt. Und diese Funktion, die fehlt leider bei vielen neuen Mainboards. Hier habe ich den MaxData PC. Den gab es sozusagen kostenlos dazu. Und es kann sein, dass der nicht funktioniert, beziehungsweise nicht fertig installiert ist. Hier ist ein AMD Athlon XP Aufkleber drauf. Hier unten eben MaxData Fortune oder Fortune oder so. Leicht zu erkennen, diese Gehäuseserie auch an diesem Einschalter hier oben, der so diese umgekehrte Tropfenform hat. Und diese Gehäuse hier, die sind wirklich äußerst hochwertig. Das hier ist richtig massives Metall. Das ist auch so aufgeraut. MaxData ist hier oben eingepresst und da kann man hier den Deckel so abziehen. Und hier habe ich richtig ordentliches Metall, also nicht irgendwie so ein Billigkram, aber das hat natürlich auch nicht geholfen bei der Firma. Gibt es ja nicht mehr MaxData. Und da gibt es hier oben diese Henkel-Technologie,
Wenn man das hier mal so kippt, dann sieht man das. Das wird hier so hochgezogen. So. Und dann kann man einfach an diesem Griff hier das Seitenteil abnehmen. Und so sieht es da innen drin aus. Da hat es hier ein Gigabyte Mainboard. Und da sieht man auch schon, das ist so ein bisschen grün-bläulich, das Mainboard. Also wahrscheinlich ein bisschen neuer als 2007, 2008. Ist ein AMD-Prozessor drauf mit dem Original-AMD. Prozessor Kühler, weiß aber jetzt gar nicht, was da unten drunter einem erwartet. Hier oben so ein Netzteil, das hier ist auch so ein No-Name-Netzteil. Das werde ich vorher mal testen. Ah, hier steht was drauf. Casecom habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich gucke mir gerade mal die Kondensatoren an hier. Da sieht aber alles ganz gut aus. Bevor ich das hier einschalte, teste ich lieber mal das Netzteil durch. Hier habe ich mal meinen Netzteilprüfer so reingehängt, habe es angeschlossen und eingeschaltet. Okay, das hört sich gut an, sonst piept er lauter oder geht direkt aus. Und da habe ich hier 5,2, 12,3, 12,3. Nö, Netzteil scheint okay zu sein. Hab ihn mal eingeschaltet und sieh da gibt es auch ein Bild. Was ist das hier? AMD Athlon 64 X2 Dual Core Prozessor 6000 Plus. Und da habe ich hier 4 GB RAM. Und das Mainboard ist hier ein Gigabyte GA-MA69GM-S2H und ist natürlich keine Platte angeschlossen. Ich habe hinten mal einen USB-Stick reingesteckt, den Ultimate Boot CD-Stick. Und siehe da, funktioniert bis jetzt. Und ich starte hier mal das Astra Tool und da kriegt man angezeigt, was da an Hardware drin ist. Hat aber nicht funktioniert, dieses Astra-Tool ist einfach abgestürzt, ist hängen geblieben mit einer Error-Meldung. Habe ich neu gestartet und habe mal einen Mem-Test gestartet, auch von dem USB-Stick. Und da sieht man hier die RAM-Module, die da drin sind. Ist ja eine wilde Mischung hier. Das sind hier Nanya-Module, hier unten nochmal ein anderes Modul, dann ADATA, also die besten Module, die es gibt. Ironie Ende. Und das sind DDR2-Module, einmal 666, 465, einmal 800. Und das ist natürlich so eine klassische Resteverwertung, aber muss ja nicht schlecht sein. Das RAM, das ist aber scheinbar nicht defekt. Und ich habe den Rechner neu gestartet, habe das Astra-Tool auch nochmal neu aufgerufen hier. Aber man sieht ja, das friert ein. Also irgendwie scheint irgendwas mit dem Rechner vielleicht nicht zu stimmen. Und Steuerung Alt entfernen, drücke ich gerade, geht auch nicht. Vielleicht überhitzt der Prozessor, könnte gut sein. Das Mainboard, das hat einen AM2-Sockel, also noch ein bisschen älter als am Anfang im ersten Rechner das Mainboard und hier unten 2009. Das BIOS-Datum laut Handbuch ist das Mainboard aber 2007 auf den Markt gekommen. Das BIOS, das ist natürlich noch ein klassisches BIOS, also kein EFI hier, Systemmonitor. Da hat es hier die CPU-Temperatur 73 Grad, das ist natürlich schon ordentlich, der hat ja gar nichts gemacht hier. Dann hier Fanspeed 4245, so hört sich das auch an. Systemtemperatur fast 90 Grad, 89 Grad und das ist natürlich schon ordentlich heiß. Habe ich sicherheitshalber mal ausgemacht und wenn man hier so die Hand reinhält, dann spürt man auch hier vom Netzteil und hier vom Prozessor die Wärme kommen. Der Kühlkörper, der ist wirklich sehr warm, aber auf jeden Fall super schönes Mainboard. Auch interessant, da oben hat sich irgendein Vorbesitzer mal eine IP draufgeschrieben. Wahrscheinlich lief der Rechner vielleicht mal in irgendeinem Netzwerk in irgendeiner Firma. Das hier ist Rechner Nummer 4 und das ist der zweite Rechner in diesem, naja, ich sag mal 2005er Gehäuse mit diesen Blenden hier vorne dran. Und hier unten ist auch ein Aufkleber drauf. Auf dem Boden von dem Rechner habe ich eben gefunden. Das hier ist jetzt die Unterseite, also hier sind die Füßchen von dem Rechner. Steht dann hier drauf CSL Computer GmbH und Co. Artikelnummer 20441. Serien-PC Speed 4186 in Klammern Dual. Also wer damit was anfangen kann, der kann es ja einfach mal in die Kommentare schreiben. Auf der Seite, da ist auch so ein Aufkleber drauf für diesen E-Check, nächste Prüfung und das wäre hier 522. Kann sein, dass dieser Rechner erst vor kurzem aussortiert wurde und noch in irgendeiner Firma lief. Ich mache den mal auf. Ich habe auch vorher noch nicht reingeguckt. Ich habe mal die Schrauben abgemacht. Also da ist hier noch dieser Trichter dran, deswegen klemmt das hier so. Und sieht in der Tat so erstmal genauso aus wie der andere Rechner. Das Netzteil ist aber nicht dazugehörig. Normalerweise hier oben steht Acer drauf. Das steht auch hier 2007 drauf. Also Netzteil schon historisch 15 Jahre alt. Und hier das Mainboard, das ist auch ein anderes als in dem ersten
Rechner, der genauso aussah. Hier ist ein Asus drin, ein P5 G41T-MLX2-GB und dann war das Board zu Ende. Länger konnten sie den Namen da nicht machen. Das hier, das sollte dann Intel-Prozessor sein, der einem da drunter erwartet. Ist ja auch ein Intel-Chipsatz drauf, wie man rechts sieht. Und das Mainboard, das ist in einem guten Zustand, ist sauber oder zumindest gut sauber gemacht. Festplatte ist hier eingebaut, ist eine Seagate, wie man hier lesen kann, und die sieht genauso aus wie die aus dem anderen Rechner, wahrscheinlich dann auch 150 GB. Aufkleber ist hier hinten auch drauf, sehe ich gerade, 2013 CSL Computer GmbH, also ungefähr so 9 Jahre alt. Eingeschaltet habe ich den Rechner, der legt da hier beim Einschalten so eine kleine Pause ein. Bildschirm ist schon sehr lange dunkel. Kommt da noch was? Also piepen tut da nichts, aber der Lüfter, der ist angelaufen, hat eine Pause gemacht, hat wieder gestartet. Das sieht aber nicht so gut aus. Doch, da ist was hier. Da ist auch Windows 10 drauf installiert. Wahrscheinlich wieder die alte Version aus dem Jahr 2015. Das sieht doch optisch schon so danach aus. Interessant. Ich finde, der Rechner, der ist langsamer als der erste Rechner mit dem AMD-Prozessor. Und ich gucke hier mal in den Einstellungen. Ich habe das eben auf der Tastatur schon eingetippt, aber ja, der ist wirklich ganz schön langsam. Ja, da ist auch wieder eben das alte Windows drauf, Version 15.11. Das wird schon lange nicht mehr unterstützt. Und hier Pentium ist ja drin, Pentium D, 3,4 GHz, also wirklich erkennbar langsamer hier beim Hochfahren als hier der Sempron, der am Anfang drin war. 2 GB RAM sind hier drin, sind hier verbaut. Und ich gucke mal nach der Aktivierung, Windows Update und Sicherheit, Aktivierung und Windows 10 Home installiert. Aktivierungsserver natürlich nicht erreichbar, ist eben auch nicht aktiviert. Bei fast allen Windows-Versionen kann man auch MS-Info aufrufen und das mache ich mal. Da drücke ich mal auf die Windows-Taste, Tipp ein, MS und dann Info. Das sieht so aus. Da kriegt man hier vorgeschlagen Systeminformation Desktop App und das ist dann dieses Fenster. Und da kann ich mir auch BIOS-Informationen auslesen und kriege das hier im Klartext danach angezeigt. Da sehe ich dann zum Beispiel, was hier für ein Mainboard drin ist. Das ist hier Hauptplatinenhersteller, ist dann eben Asus. BIOS-Modus ist die Vorgängerversion, also auch kein EFI, UEFI oder sowas. Und teilweise findet man dann auch hier das Datum von dem BIOS. Hier ist es dann zu sehen, 22.11.2010, dann auch hier wieder der Prozessor. Bin ich mal ins BIOS reingegangen und das hier ist die Vorgängerversion, also das klassische BIOS-Vorgängerversion, wie Microsoft das dann nennt. Da habe ich dann eben hier genau die gleichen Daten, eben wieder von 2010 ist das BIOS, 2 GB Speicher sind hier drin und dann gibt es auch noch irgendwo hier den Hardware-Monitor, da ist er, Lüfter dreht sich mit, 1800 Umdrehungen, CPU-Temperatur 57 Grad und hier unten sehe ich dann eben auch die Spannungen und da kann ich auch den Lüfter einstellen, also man muss da nicht unbedingt sich gleich einen neuen Lüfter kaufen und hier kann ich einstellen, Silent, also ruhig, dann optimal oder eben auf Leistung und da wird es natürlich entsprechend lauter, aber hier drüben, der ist wirklich super leise. Aber da sieht man auch bei diesem Mainboard, bei diesem PC, der ist zwar jetzt hier schon 12 Jahre alt, aber Windows 10 läuft da auch ganz akzeptabel drauf. Ist natürlich nicht die aktuelle Version, aber die aktuelle Version ist auch nicht viel langsamer und ich kann das RAM ja noch erweitern auf 4 GB. Wer weiß, was das für ein Gehäusehersteller ist, der kann es ja einfach mal in die Kommentare schreiben und was das für ein Gehäusetyp ist. Also ich vermute mal, das ist irgend so ein LC-Power-Gehäuse, so dieses leicht klapprige, das erinnert mich ganz stark an die Gehäuse von denen, kann aber natürlich auch irgendein anderer Hersteller sein. Gucke ich mir mal meinen Lieblings-PC-Hersteller an und hier das Gehäuse hat ganz schön gelitten, da hat es irgendjemand repariert, also das ist wirklich ein Knaller, diesen Schalter, der nach innen gehört, einfach außen drauf zu kleben, also das hätte ich definitiv so nicht gemacht, mal gucken, ob ich das wieder rückgängig machen kann. Hier vorne, da ist auch schon was abgebrochen, dieser Schalter, wie er hier oben ist, da kann man drauf drücken. Der gehört auch hier unten hin, schade, hat wahrscheinlich mal so einer dran gezogen aus Unwissenheit und wollte das hier aufmachen, da ist es hier abgebrochen. Wirklich schade, weil so schlecht finde ich diese Gehäuse gar nicht. Die sind auf jeden Fall sehr originell.
So vom Inneren scheint der Rechner ziemlich original zu sein. Da ist hier eine Grafikkarte drin. Ich glaube, das ist auch die Originalkarte. Sieht von hinten zumindest genauso aus wie die Originalkarte, weil hier ist noch so ein analoger Ausgang. Das hat man ja gern gehabt bei den Aldi Medion-Rechner. Die wurden ja immer damit beworben, dass man die auch an Fernseher anschließen kann und dass man da irgendwelche analogen Eingänge noch hat, könnte hier der Fall sein. Hier ist noch ein Windows 7 Aufkleber drauf und hier unten die Seriennummer. Aber sonst ist hier leider kein Aufkleber drauf, wo man eben sagen könnte, was das jetzt genau für ein Modell ist. Das Gehäuse bei diesem PC-Typ, das wird ja von der anderen Seite her aufgemacht. Und hier ist hinten und hier ist die Vorderseite von dem PC. Und so sieht es da innen drin aus. Die haben das Mainboard ja genau andersrum eingebaut, auf dem Kopf stehend sozusagen. Wahrscheinlich haben die sich da irgendwas mit dem Kühler bei gedacht. Also wer es weiß, einfach in die Kommentare schreiben. Und ja, ich sehe es schon hier unten, da ist das Silica-Gel-Pack drin, das Unvermeidliche wie in jedem dieser PCs. Diese Rechner, die sind immer so vollgestopft mit Kabeln und diesem Plastiktrichter hier, dass man da gar nicht richtig reinleuchten kann. Irgendwo ist da immer Schatten, ganz egal, wie man das Licht bewegt. Und da ist noch hier eine Festplatte drin, so war das auch im Original, wurde der mit Platte ausgeliefert. Und da ist noch eine sehr interessante Grafikkarte drin. Diese Grafikkarte, die hat Kühler auf beiden Seiten, einmal oben und einmal hier unten verbunden durch eine Heatpipe. Hier oben ist irgendwie noch so ein Metallblech drauf, soll irgendwie wahrscheinlich Deko sein und die baue ich nachher mal aus. Aber vorher schalte ich den Rechner mal an. Dieser hier außen aufgeklebte Schalter und dieses ganze Plastik hier, das gehört eigentlich nach innen, wenn man sich das mal hier von innen anschaut, da gehört das hier rein. Das ist hier so ein bisschen zu sehen und da sieht man eben noch eine Öffnung und da wird das eingebaut. Hier hatte ich ja schon mal ein Video gemacht, wie man so einen Rechner repariert. Infokarte blende ich hier oben mal ein und lässt sich der PC gar nicht mehr einschalten, obwohl man vorne auf den Knopf drückt, weil es dann noch einen zweiten Knopf gibt, der hier wahrscheinlich jetzt fehlt bei diesem Rechner. Und das ist super einfach zu reparieren. Kostet 0,5 Cent oder anders formuliert einen Kabelbinder. Und da sieht man dann, wie man genau dieses Modell auseinanderschraubt und dieses Problem löst, ohne dass man da Teile von innen außen aufklebt. Ich hatte so einen Rechner auch schon mal umgebaut und das ist dieses Video hier. Infokarte blende ich auch oben mal ein. Und den habe ich ein bisschen gemoddet auf Schrott-PC, weil ich den auch auf dem Schrott gefunden hatte. Und ja, hier habe ich jetzt noch einen dazu gekauft. Und das funktioniert richtig gut und so schlecht sind diese Mainboards hier gar nicht. Schaut euch das Video einfach mal an. Ich habe den Rechner jetzt mal angeschlossen und ich drücke hier vorne mal auf den Einschalter. Mal gucken, ob der Verkäufer den noch richtig aufgeklebt hat. Sieht aber ganz gut aus. Hier oben hat es geleuchtet, aber jetzt nicht mehr. Lüfter ist ausgegangen. Man hört hier auch nichts. Ich drücke nochmal drauf. Und jetzt läuft er. Das Licht ist an, bleibt an. Sehr merkwürdig. Kann natürlich ein kaputter Kondensator sein im Netzteil oder eben auch auf dem Mainboard hat man das ganz gerne. Und mal schauen, ob der hochfährt. Hier hat die Tastatur mal geblinkt. Aha, Medion, es geht los. Hat er auch wieder von derselben CD installiert. Und da merkt man wirklich bei den ganzen Rechnern, welcher Rechner schneller und welcher langsamer ist. Und der hier gehört auch eher zu den langsamen. Kann man natürlich so ohne weiteres nicht mehr verwenden, wobei der funktioniert ja schon. Ich tippe mal hier MS-Info ein direkt und da ja, sieht man hier, wie langsam das hier angezeigt wird. Systeminformation App und da werden die Daten geladen. Da ist Windows 10 Home installiert. Dann ist hier wie bekannt, wie üblich ein MSI-Mainboard drin. Das MS7713 Medion hatte ja sehr lange Zeit die meisten Mainboards eigentlich immer bei MSI fertigen lassen oder da gekauft. Was ist hier drin in AMD? Athlon 2 X4 640 3 GHz, 4 Kerne. Und ja, ein Wunder, dass der hier noch funktioniert. Die haben ja wirklich gerne überhitzt. Und das Ganze ist hier von 2010, ist hier zu sehen. 31.12.2010. Aktivierungsserver nicht erreichbar. Ist natürlich auch nicht aktiviert hier. Und ich gehe mal zurück, gucke mal nochmal das System an. Hier unten bei Info mal gucken. Auch wieder 15.11 natürlich. Und hier die Daten, die ich ja auch eben schon gesehen habe. Irgendwie riecht es hier so ein bisschen verkokelt oder sowas. Kann natürlich einfach nur der Staub sein, der hier rauskommt, dass der jetzt langsam erhitzt. Kann natürlich aber auch sein, dass es hier irgendwo gleich rausqualmt. Ich gucke mal die ganze Zeit rein, ist aber nichts zu sehen.
ist eben das klassische BIOS und da oben gucke ich mal beim Systemmonitor sind 50 Grad CPU-Temperatur, Fanspeed 1000 Umdrehungen ungefähr. Ja, denke ich, kommt auch ganz gut hin. Ist ja auch nicht besonders heiß und hier kann ich die anderen Sachen noch einstellen, aber viel einstellen kann man in so einem BIOS natürlich nicht. Diese AMD-Prozessoren, die hier drin waren, die hatten ja zusammen mit eben dem Trichter und diesem großen Kühler und Lüfter hier die Eigenschaft, dass sie ja gerne mal hier abgefallen sind. Also wenn hier drüben eben der Hebel sich gelöst hatte, dann hatte man, wenn man den Rechner transportiert hatte, auch noch gern den Effekt, dass der Trichter hier unten im Gehäuse lag und den Prozessor mit rausgerissen hat. Also da muss man auch wirklich immer aufpassen. Ich mache mal die Grafikkarte raus. Da ist hier noch diese Abdeckung drauf. Und ich vermute mal, die ist bei vielen schon aus Versehen verloren gegangen. Und hier ist die Grafikkarte festgeschraubt. Also wer so einen Rechner mal hatte und was dazu schreiben kann, vor allem was der gekostet hat und welche Version das genau ist, weil da gab es ja unheimlich viel verschiedene im gleichen Gehäuse, der kann das einfach mal in die Kommentare schreiben. Wäre auch super, wenn einer noch so ein altes Prospekt hat, wenn er das einfach mal abfotografieren oder einscannen könnte und das Ganze per E-Mail schicken könnte. Das hier ist jetzt die Grafikkarte, die da drin ist. Ich weiß nicht, ob es die Original ist. Es ist eine Gigabyte-Grafikkarte. Und ich gucke mal hier drauf. Ich sehe hier keinen Medion-Aufkleber, aber wenn man hier oben schaut, da sieht man diese ganzen kleinen Aufkleber. Aufkleber Nummer 1, Nummer 2 und hier innen drin geht es dann auch noch weiter auf dem Mainboard. Auch das ist hier nicht der Fall. Vielleicht ist es doch nicht die Originalkarte, aber wer eben so einen Rechner schon mal hatte, der kann es einfach mal in die Kommentare schreiben. Oder wer einen Link dazu hat zu einem Originalprospekt, das wäre natürlich auch toll. Einfach mal reinschreiben. Das ist eine Gigabyte GVNX 66256 DP und einige Kondensatoren sind auch ganz schön aufgequollen. Sieht man hier, der eine, der ist schon kurz vorm Aufplatzen und das ist natürlich auch immer so eine Wärmegeschichte hier in solchen Rechnern und gerade in diesen Medium-PCs wurde es wirklich richtig heiß. Sonst sieht es da innen drin aber ganz gut aus. Also da habe ich jetzt keine aufgeplatzten oder aufgequollenen Kondensatoren gesehen. Und ich tippe mal drauf, dass das vielleicht ein Problem mit dem Netzteil ist, dass er sich nicht beim ersten Mal hat einschalten lassen. Ich habe hier meinen Netzteiltester angeschlossen an das Netzteil und das sieht aber auch gut aus. 5 Volt, 12,1, 12,1 und bei minus 12 Volt 11,9 Volt. Also Netzteil sieht auch okay aus. Das hier ist aber weder schön noch professionell und ich habe eben mal so ein bisschen dran gezupfelt und da löst sich das schon ab. Auch nicht professionell festgeklebt, muss man mal sagen. Also das hier ist Heißkleber. Yep, der lässt sich hier so zusammendrücken. Und Heißkleber hält nicht auf jedem Kunststoff. Und so wie das scheint, kriegt man das hier aber doch ganz gut hier wieder ab, damit das hier wieder ein bisschen originaler wird. Jo, habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre so 2K-Kleber. Und die fressen sich ja normalerweise ins Plastik rein. Aber hier, oh, da ist auch noch hier Tesafilm dabei. Hat jemand auch mal mit Tesafilm versucht, hat auch nicht gehalten. Und das gehört hier nach innen und da fehlt eben jetzt hier ein Stück von dem Gehäuse. Da ist so ein dreieckiger Schalter normalerweise davor. Zwei Rechner sind es noch. Einmal hier den Aldi-Rechner und auf der anderen Seite den Profi-Rechner. Das ist hier ein Fujitsu Siemens Server oder Server gewesen. Teilweise werden die dann auch als Server oder Workstation verkauft. Kann man sich dann aussuchen, für was man den einsetzt. Das hier ist ein Primergy TX100 S3 mit einem Original Intel Xeon drin. Den Fujitsu hier, den kann man super einfach aufmachen. Sieht man hier oben schon einfach die Klappe. Das wird hier so rübergezogen und dann wird das nach oben weg. Und da sieht man jetzt den Rechner. Und der ist auch innen sehr gut strukturiert. Also alles, was grün ist, das kann man hier irgendwo bewegen, kann man anfassen. Das kann man hier aufmachen oder rausmachen. Und hier ist dann das Mainboard zu sehen, eben dummerweise ohne RAMs. Das Netzteil, das ist eben auch kein Standard-PS2-Netzteil. Sieht man, denke ich mal, aus dieser Perspektive ganz gut. Das ist entweder hier so ein FSX-Netzteil oder ein anderes Format und deutlich kleiner als PS2. Oben ist ein optisches Laufwerk drin. Auch sehr schön gemacht. Das sieht man jetzt, wenn man den Rechner ein bisschen neigt. Das ist hier dieser große Lüfter, der nochmal hier über alles drüber streicht. Und natürlich auch hier drüben Luftstrom bei den möglicherweise eingebauten Platten dann verursacht. Und das ist echt eine super Kühlung. Das ist auch alles richtig stabil hier. Das ist nicht wie bei den anderen beiden Rechnern da von CSL Computer. Irgendwie so ein dünnes Gehäuse, sondern das Gehäuse ist richtig schwer. Das kann man gar nicht mit einer Hand hochnehmen. Und auch hier alles sehr stabil gemacht und gebaut.
Hier unten auch ein schönes Detail, da ist auch nochmal ein Lüfter drin, das dürften auch so 120 mm sein. Und diese Metallplatte, die ist gebogen, die geht genau auf die Hälfte hier von dem Lüfter hoch. Und der Lüfter, der kühlt quasi hier unten den Teil und pustet gleich nochmal Luft hier runter. Und da kann ich eben auch nochmal Laufwerke, Festplatten, SSDs einbauen. Da habe ich hier die Schienen dafür und da passen dann auch nochmal 1, 2, 3 Laufwerke rein. RAMs sind da ja noch keine drin, aber ich schalte ihn trotzdem mal ein und dann gucke ich mal, ob der anläuft und piept. Piepen sollte er ja. Einmal gepiept hat er. Und jetzt piept er dauernd. Das ist gut. Da merkt er hier, dass die RAMs fehlen und hier fangen die Lüfter an, mal richtig hier hochzudrehen. Ich habe mal verschiedene RAM-Module ausprobiert, aber piept nur permanent. Und da habe ich jetzt mal vier gleiche DDR3 RAM-Module eingebaut hier aus meiner Kiste. Und die funktionieren auch, aber hier jetzt gerade nicht. Es kann natürlich sein, dass dieses Mainboard spezielle DDR3 RAM-Module benötigt. ECC oder UDIM, das kann gut sein. Und ich habe hier nochmal ECC RAM-Module für einen Server. Das sind dummerweise DDR2 Serverspeicher ECC, also die passen da natürlich schon mal gar nicht rein. Hat ein Zuschauer gespendet, Dankeschön an dieser Stelle. Und hier braucht es auf jeden Fall DDR3 RAM-Module, wahrscheinlich ECC. Ich habe mir das Handbuch mal runtergeladen, da geht das nicht so ganz klar draus hervor. Das hier ist das offizielle Datenblatt zu eben diesem Primacy Server und da kann man hier runterscrollen. Xeon ist eingebaut. Und irgendwo kam dann auch, hier sieht man dann den Prozessor, der da drin ist. Und hier die RAM-Module, vier Steckplätze, DIMM DDR3, 2 GB bis 32 GB, Speicherschutz ECC und dann hier Speicheroptionen, wobei hier jetzt nicht unbedingt drin steht, ob es unbedingt ECC sein muss. Aber ich denke mal schon, dass hier spezielle RAM-Module nötig sind. Kommen wir mal zur Hauptattraktion des Videos. Das ist dieser Medion-PC. Deswegen bin ich eigentlich hier durch die Wälder gefahren, über die Berge, durch die Täler hier wegen diesem Titanium. Ist es wahrscheinlich, also diese wurden mal als Titanium verkauft. Das sieht auch noch richtig original aus. Auch noch die silberne Floppy, die hier drin ist, bin ich mal gespannt, ob er funktioniert. Es hieß natürlich, jups, er funktioniert, aber das weiß man natürlich letztendlich nie. Und hier ist auch eine interessante Aufschrift. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Wand nach hinten ziehen und dann noch ein Ausrufezeichen, als ob da jemand mal Tage dran gesessen hat, den Rechner aufzubekommen und sich es dann hier aufgeschrieben hat. Also das habe ich nicht drauf gemacht, der Vorbesitzer mit Sicherheit auch nicht. Wahrscheinlich der Erstbesitzer, der sich diesen Rechner eben vielleicht als ersten Rechner bei Aldi gekauft hat. Das sieht alles richtig schön original aus. Hier hinten einmal hier diese unzähligen Anschlüsse. Niemand hat sie je gezählt. Dann hier die Grafikkarte mit zwei VGA-Ausgängen. So kenne ich das. Hier ist analog, da ist auch nochmal analog. Und hier unten die Medion-Spezialkarte. Die Karte, die hier unten drin ist, die ist irgendwie immer so ein bisschen verschieden. Und das sieht so aus, als wäre es eine ISDN-Karte mit einem RJ45-Stecker. Aber diese Karte habe ich auch schon gesehen mit einem Modem. Da hat es hier so einen RJ12-Stecker. Und hier nochmal Antenne. Also das ist eine kombinierte TV-Radio-Tuner-Karte mit Modem oder ISDN, je nachdem, was man für einen Rechner hier gekauft hat. Installiert war da Windows XP gewesen. Da sind wirklich alle möglichen Anschlüsse dran, die man damals brauchte und nicht brauchte. Hier USB, das hat man ja gebraucht. Dann hier FireWire, dann hier eine Netzwerkkarte. Dann hat es hier optische Ein- und Ausgänge, Parallelverdrucker, seriell für irgendwas. Die Maus wird es hoffentlich nicht gewesen sein. Hier PS2 natürlich, hier jede Menge optische Ausgänge. Und es gab auch nochmal Geräte, die hatten hier einen SCART-Stecker, genauer gesagt eine SCART-Buchse dran. Da konnte man dann den SCART-Stecker reinstecken. Und das hier ist ein PC MT6. Hier nochmal der Aufkleber im Original PC MT6, wobei Modell PC MT6 bezieht sich meistens auf das Gehäuse und hier unten drunter steht ja eben Typ MET MT226A und da unterscheiden die sich und da gibt es gefühlt unzählige verschiedene und hier neben ist nochmal eine PLU angegeben, YCXI1903, was auch immer das alles bedeutet, vielleicht 2003 hergestellt, das kann natürlich sein. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht zu so einem Medion-PC, der so ähnlich aussieht. Das ist dieses Video hier, Infokarte mit dem YouTube-Video blende ich hier oben mal ein.
Und dieser hat 11,99 gekostet. Das konnte ich auf jeden Fall schon mal rausfinden. Aber wenn man sich die beiden Geräte mal genauer anschaut, dann sieht man schon Unterschiede. Mal abgesehen von dem Red Dot Design Award, was hier nicht drauf ist, ist hier zum Beispiel der Kartenleser oder diese Einheit eine ganz andere. Hier bei dem PC im Video, da ist tatsächlich noch ein Gameport zu sehen. Das ist hier dieser kleine Gameport. Hier habe ich noch ein Diskettenlaufwerk. Hier fehlt das Diskettenlaufwerk bereits. Also ich vermute mal, dass dieser Rechner dann älter ist wegen dem Diskettenlaufwerk. Kann aber auch sein, dass der hier älter ist, weil er eben noch den Gameport drauf hat. Mal gucken, ob das stimmt mit dem Pfeil hier nach hinten ziehen. Ich habe die Schrauben schon mal gelöst. Und ja, wie durch ein Wunder, es stimmt tatsächlich. Mal gucken, wie es hier innen drin aussieht. Sieht aber ganz okay aus. Und auch hier das unvermeidliche Paket mit Silikagel ist hier noch eingeklebt. Ich denke mal, das ist wirklich ein originaler Rechner mit allen originalen Komponenten. Sieht zumindest so aus. Kann natürlich sein, dass da jemand hier mit den Flachbandkabeln hier ein bisschen rumgebastelt hat. Die sehen hier so reingeschmissen aus. Oder jemand hat die Floppy nachgerüstet. Das könnte natürlich auch gut möglich sein. Und hier das Netzteil Delta Electronics. Steht hier 2001 drauf, 7340. Könnte die Zahl 2001 sein, dass es eben tatsächlich jetzt 20 Jahre alt ist. Gut denkbar. Und da sieht man auch schon, hier gibt es auch den Trichter. Oh, das ist aber hier nicht sehr feste. Und hier unten der Schalter, der ist so ähnlich wie bei dem anderen Medion-PC, den ich eben hier gezeigt hatte. Dieser Einschalter, der ist bei diesem Modell genauso wie bei dem Nachfolger einfach nur hier so reingeklippt. Den kann man hier so hoch machen und dann kann man den runterziehen. Mal gucken, ob das funktioniert tatsächlich. Und da geht er dann ab. Hoppsa. Und genauso umgekehrt wird er wieder eingebaut und er wird nicht vorne drauf geklebt. Eingeschaltet ist er, der PC. Und oha, stimmt, das hatte der Verkäufer auch noch gesagt. Da gibt es Streifen auf dem Bildschirm. Aber das liegt ja wohl eher an der Grafikkarte und meistens sind das auch irgendwelche Kondensatoren. Kann ja sein, dass eben auch hier die Grafikkarte mal richtig überhitzt hat. Mal gucken, ob hier noch was passiert. Tastatur gab es auch dazu, ist auch eine Medion-Tastatur. Ich weiß aber nicht, ob das die Originaltastatur zu diesem Rechner ist. Ich vermute mal eher nein. Also die Tastatur hier passt vom Design besser zu diesem anderen Rechner, zu dem anderen Medion, den ich eben gezeigt hatte. Aber das ist so ein typischer Grafikkartenfehler, kann man einfach beheben, indem man die Grafikkarte austauscht oder indem man hier Kondensatoren repariert. Aber auch gut möglich, dass da eben RAM-Defekt ist oder so. Windows XP auch drauf, war ja auch im Original drauf. Mal gucken, wie original das hier gleich noch von der Installation ist. Der Rechner, der ist wirklich ist super lahm. Das hat hier mehrere Minuten gedauert, bis es hochgefahren ist. Das kann natürlich auch sein, dass die Platte kaputt ist. Es kann natürlich auch sein, dass das Windows XP ganz klassisch hier Jahre betrieben wurde und so langsam geworden ist durch diverse Tune-Up-Utilities, durch diverse Cleaner oder irgendwelche Virenscanner, die da im Hintergrund laufen, dass da gar nichts mehr passiert. Passwort will der auch noch haben. Hier Gerhard, das ist, glaube ich, nicht der Vorbesitzer. Und ich habe mal Eingabe getippt und es sieht boah, gut aus. Ist natürlich auch clever, ein Passwort hier anzuzeigen, wo gar keins installiert ist. Und mal schauen, ob die Maus funktioniert. Das ist eine USB-Maus. Noch tut sich nichts. Die Platte, die ist aber original. Das sieht man an diesen kleinen Aufklebern, die da drauf sind. Das ist einmal dieser Aufkleber, einmal dieser Aufkleber. Und hier unten auf der Platte ist er auch drauf. Hier. Und diese kleinen Aufkleber, die sind dann meistens auf dem Netzteil drauf, der Grafikkarte oder hier irgendwo auf dem Mainboard. Und wenn man so einen Aufkleber hier findet, dann sieht man, okay, das ist ein Originalteil, eine Originalkomponente, die eben hier in diesem Medienrechner verbaut wurde. Schon mal einen Schritt weiter und mal gucken, ob er irgendwann auch die Maus erkennt. Und hier sind schon so ein paar Sachen installiert. Da sehe ich einmal Nero Photo Impact Album XL digitale Bibliothek, was immer das sein mag. Dann hat er hier installierten Canon IP 3300, die Gemäldegalerie WordPad. Dann hier Fotostudio, dann habe ich hier irgendwas mit Etiketten oder so, Power Cinema und das gute alte Viso-Steuer-Sparbuch, sogar aus dem Jahr 2017. Bei diesem Gehäuse, da sieht man schon das Problem mit der Überhitzung. Da habe ich hier einmal den Kühler von der CPU und diesen großen Plastiktrichter, der so ziemlich genau abschließt mit dem Gehäuse, mit der Seitenwand. Und die Seitenwand, die hat da hier eine Perforation. Also die CPU wird schon gut gekühlt, aber hier unten ist genau null Luftstrom. Also hier steht die Luft und da sieht man hier unten den Kühler von der North Bridge, hier South Bridge, hier unten, die heizt natürlich auch ganz gut.
Wenn ich hier meine Hand reinhalte, genau hier, dann spüre ich schon die Wärme und alles, was hier unten ist. Das wird natürlich entsprechend heiß hier drüben mit der Platte. Das geht da noch halbwegs. Wobei ich hätte diese Platte auch hier unten eingebaut, damit die Wärme, die hier aufsteigt, hier sich nicht reflektiert an diesem Metallgehäuse an der Floppy, damit hier ein bisschen bessere Kühlung für die Platte da ist. Aber hier, da ist natürlich null Kühlung. Die Grafikkarte, die gibt gerade ihr letztes. Oha, die Maus wurde erkannt nach gefühlt 5 Minuten. Da funktioniert jetzt hier die Maus. Aber die Grafikkarte, die heizt sich gerade richtig schön auf. Mal gucken, ob ich die Auflösung verändern kann und dass das Muster hier vielleicht weggeht oder halt nicht mehr ganz so schlimm ist. Ich habe es doch nach 5 Minuten tatsächlich geschafft, die Auflösung hier kleiner zu machen auf 800 mal 600 Punkte. Dummerweise werden dann die Flecke größer, also viel besser kann man das nicht lesen. Schneller wird der Rechner dadurch auch nicht. Und ich habe mal die Systemeigenschaften aufgerufen, bevor ich hier die Videosequenz hier gestartet und aufgenommen habe. Und das beansprucht den Rechner aber ganz stark. Und da sehe ich hier ein Pentium 4, 3 GHz, 2 GB RAM steht hier unten. Hier ist das zu sehen. Also gefühlt hat der Rechner nur 64 MB RAM. Und jetzt geht auch noch der Lüfter hier los. Der dreht auf Hochtouren. Also hier muss man auf jeden Fall mal die Wärmeleitpaste tauschen und Grafikkarte kontrollieren und eventuell mal Windows neu installieren. Oder irgendwie anderweitig schneller kriegen. Wusste ich doch, dass da irgendwas Merkwürdiges im Hintergrund läuft und das hier ist irgend so ein dubioser Virenscanner, Internet Security, was auch immer. Nennt sich hier My Internet Security Gold und irgendwas mit Antivirus, Internet Security. Ach ja, Nummer 1 Antivirus und Internet Security Engine in the World. So, ich kann es nicht glauben. Ich sehe das jetzt gerade zum ersten Mal, kenne ich auch gar nicht. Und diese Marke oder dieses Produkt, und ich beschäftige mich ja schon länger mit PCs. Da unten hier My Account, noch 3618 Tage übrig, super. Und hier kann man das kaufen oder man kann sich hier registrieren, aber das macht das natürlich alles hier super langsam. Und das kann ich mal schließen und da startet sich noch eine ganze Menge anderes Zeugs mit irgendwelchen Scanner, Fotostudios, nochmal ein Epson-Drucker, der ist auch mit im Spiel. Also alles Mögliche wird hier mitgestartet. Ich glaube, er ist fertig mit Hochfahren. Aber den fahre ich mal runter hier. Hoffentlich dauert das nicht genauso lange wie das Hochfahren. Ich klicke hier auf Ausschalten, um hier das System mal ein bisschen zu schonen. Der Lüfter, der dreht sich hier volle Kanne. Der dreht sich richtig auf Hochtouren. Das sieht man optisch sogar hier anhand der Reflexion von der Softbox. Also da ist ganz gut, wenn man hier vorher das Mainboard mal kontrolliert, Wärmeleitpaste wechselt und sich mal hier eventuell Wärmeleitpads anschaut. Das Gehäuse hier hinten, das ist super heiß, wenn man hier hingreift. Wie auch immer das funktioniert, das habe ich auch so noch nicht gesehen. Also hier hinten die Wand, die glüht richtig, kommt vielleicht über das Netzteil. Jupp, das wird auch ordentlich heiß hier oben. Und ich habe natürlich alle Stecker mal rausgemacht und nehme hier mal die Grafikkarte raus. Die ist auch sehr heiß, also das tut hier schon richtig weh. So sieht das hier aus und ja, ich denke mal, die ist defekt. Die Kondensatoren, die da drauf sind, die sind eigentlich optisch okay. Also ich habe schon viele Grafikkarten gesehen, da sind die Kondensatoren aufgeplatzt, hat man die getauscht und dann hat es dann funktioniert. Aber hier ist jetzt erstmal kein Schaden an Kondensatoren zu erkennen. Wahrscheinlich hat die mal so richtig überhitzt. Die ist auch irgendwie ein bisschen krumm, wenn man sie sich anschaut, ganz schön verbogen. Das meiste Zeichen dafür, dass die Platinen richtig heiß wurden. Hier hinten, da ist nichts, da kann man nichts tauschen. Ist eben so eine AGP-Karte. Kann eben sein, dass die RAM-Module hier mal überhitzt haben. Also hier, das sind bestimmt 40 Grad, 50 Grad, das tut richtig weh. Und ich gucke mir mal die andere Karte hier hinten an. Das ist die Aldi Medion Spezialkarte. Die kommt in den blauen Slot rein, den man hier sieht. Und wenn ihr so einen Rechner mal habt und da ist ein blauer Slot, dann fehlt da eben die Karte. Die wurde meines Wissens nach immer mitverkauft. Und das hier ist eine Karte auf der einen Seite Antenne und Radio, auf der anderen Seite ISDN. Haben die auch nochmal unten hier auf das Slotblech drauf gedruckt oder reingestanzt genauer. Und da steht hier Line ISDN und das ist mit Sicherheit eine Karte für den deutschen Markt. ISDN hat sich ja nie irgendwie international richtig durchgesetzt.
Wirklich super schöne Rechner, sehr individuell, und der Verkäufer hatte auch nicht zu viel versprochen und er hatte mir das auch gesagt. Hier bei diesem Rechner mit den Punkten, mit den Streifen hatte ich am Anfang ganz vergessen, und ja, die funktionieren sollten, die haben auch funktioniert, die funktionieren ja auch. Und auch besonders schön hier dieser Acer Aspire, das sind ja so klassische Mediamarkt-Rechner oder Saturn-Rechner, da wurden ja gern verkauft. Und hier diese beiden Medion-PCs ist auch klassisch zum Umbauen und auch sehr interessant, dass man von diesen PCs hier eigentlich immer verschiedene findet. Also es ist wirklich ganz schwer, da mal zwei gleiche zu finden aus einer Serie. Also alle, die ich bisher hiervon habe, die sind irgendwie immer anders. Was haben die jetzt alle zusammen gekostet? Das ist ganz unterschiedlich. Also der Verkäufer, der hatte fünf dieser Rechner hier in eBay Kleinanzeigen drin. Da wollte der immer so 20 Euro, wir haben 25 Euro. Und dann habe ich mir das mal ein paar Tage angeguckt und auf einmal waren es dann nur noch 10 Euro, 15 Euro gewesen. Und dann habe ich einen Termin gemacht, bin da hingefahren, wie gesagt, hier über Wiesen und Felder. Das ist wie von Köln in die Eifel, also wer die Folge Pastewka kennt, wo sie den Kickertisch gekauft haben. Das war ungefähr genauso gewesen. Und als ich dann da war, hatte der die dann dahingestellt. Und da haben wir einen Paketpreis gemacht, 50 Euro für fünf Rechner. Den hat er noch dazu geschenkt und für den Server habe ich ihm hier nochmal 10 gegeben, 60 Euro für alles zusammen. Ich denke ich mal, ist ganz fair, ist eine tolle Ausgangsbasis zum Reparieren, zum Restaurieren, zum Wiederherstellen. In einem kalten Winter hat man da wenigstens was zu tun. Gerade eben hier diese beiden originalen Medion-PCs. Mal gucken, ob ich hier das Ganze wieder so ein bisschen halbwegs hinkriege mit dem Einschalter. Der Verkäufer meinte eben, dass er früher so PCs aufgearbeitet hat, so wie man das hier sieht, hat da Windows drauf gemacht, hat das dann eben verkauft an Leute eben, die nicht so viel Geld hatten, Studenten oder Schüler oder so, und meinte aber, ja, heute geht das nicht mehr, heute wollen alle halt nur noch neu, neu, neu haben und kaufen sich dann lieber neue Geräte, wobei sowas natürlich vollkommen reichen würde. Das ist jetzt nicht unbedingt hier dieser Medion-PC oder auch, naja, nicht unbedingt der Acer hier, aber hier hinten diese beiden CSL, die würden ja definitiv reichen. Auch hier der Athlon, der da drin ist, da kriegt man auch noch was hin, sogar, naja, der vielleicht auch noch hier. Da kann man auch Windows 10 sinnvoll drauf machen, wenn man da mal eine SSD einbaut. Und zum Surfen reicht das vollkommen. Zum Briefe schreiben, Texte schreiben, Arbeiten schreiben reicht das vollkommen. Wenn ihr noch weitere Infos habt zu diesen Rechnern, zu dem Server oder hier zu diesen Medion-PCs oder sowas selber mal gehabt habt oder wisst, was es damals neu gekostet hat, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Interessiert mich auf jeden Fall, bin ich für jede Information dankbar. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung und in den Kommentaren. Da findet ihr weitere Links zu YouTube-Videos, zu Beiträgen. Schaut es euch einfach mal an und besucht mal die Seite tooltime.de und tooltimepedia. Besucht mal die Seite tooltime.de, das ist diese hier, da findet ihr über 380 Anleitungen, Tutorials, wie man Windows installiert, wie man Windows 7, Windows 10, Windows 11 installiert und schneller macht, wie man Linux installiert, wie man sein Notebook auseinanderbaut und repariert, wie man seinen Drucker auseinanderbaut und repariert und jede Menge andere Anleitungen und Tutorials. Besucht doch mal die Seite Tooltimepedia, das ist jene hier, und Tooltimepedia ist ein Hardwarearchiv aus 3 Jahrzehnten, 30 Jahre IT-Geschichte. Da findet man alte Hardware, neue Hardware, da gibt es Mainboards, da gibt es Grafikkarten, da gibt es Laufwerke, Festplatten, SSDs, Spezialkarten. Da findet man auch Software und Spiele, was die damals konnten und was die damals gekostet haben. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an, da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Klickt einfach auf die Infokarte drauf.